Jawohl, und da sind wir auch zurück. Jetzt müssen wir die Supermutanten ausnehmen, die wir zuvor getötet haben. Okay, die wollen wir nicht. Immer eine neue Waffe. Haben wir da so ein bisschen. Ist das ein Druckblatter? Huh! What the f. Ich habe übrigens, was würde ich gerade mal sagen? Ich hab die Rüstung hier ausgetauscht. Ich hatte irgendwie bessere Rüstung. Und hat das jetzt Schaden immer? Aber hier das eine Bein konnte ich verbessern, das Bein nicht. Wir, uns fehlt einfach Keramik. Okay. Interessant. Ein Wecker. TV-Dinner-Tablett. Brauchen wir denn alles? Also auf jeden Fall möchte ich in dieser Folge hier das Ding klären. Oder was ich auch mal hier genau machen muss. Und zwar habe ich hier die Waffe, die wir vorhin gefunden haben, da dieser Maschinenpistole, die habe ich mal mitgenommen. Okay. Eine Lötlampe. Die Maschinenpistole verschießt 45er Patronen mit, macht wenig Schaden, aber hat 100 Schuss im Magazin. Das ist ja eigentlich eine Tommy Gun. Das ist ja eigentlich eine Thompson. Die Maschinenpistole. Und die verschießt ja auch 45, also das passt. Aber die haben echt alle weggeknallt, ne? Bin ich ja mal. Okay. Würde nur mal testen, ob ich den so schlagen kann. Das geht nicht, aber ich kann es erschießen. Das war nicht schnell das Ding aus, wie man vor irgendjemand was hört. Vor allem, wenn ich muss, wollte erstmal hören, ob man was hört. Ich müsste ja da theoretisch weiter quatschen. Wenn ich dann wirklich merke, oh, okay, da läuft ein Lied, muss ich ja eigentlich direkt drüber quatschen. Ne? Hallo, eine Maus. Zwar meine Maus am Boden, auf dem Boden vor allem, auf die Dings gehauen und dann, was ist denn das da? So, na, die Tür. Nur so eine Sprengladung oder sowas. Ja. Also wir brauchen auch irgendwie Schrauben und Mess und Keramik brauchen wir auch. Okay, hier steht das Wasser auch einen Meter hoch, ey. Hier war doch noch ein Typ gewesen, oder? Ach hier, ja. Das ist der mit dem Laserding. Scharmützler. Erstmal eine krasse Laserwaffe, ne? Super Mutant. Räum ich auf. Oh, ist das ein Super Mutanten Handschuh? Klar. Gleisbolz. Aber das Gleis wäre nicht gefunden. War das nicht so? Wo ist das denn eigentlich? Okay, gehen wir mal in die Westenwasseraufbereitungsanlage. Bin gespannt. Ich klebe am Stuhl. Ja, so. Wie viele Folgen habe ich denn jetzt gemacht? So viele sind es noch gar nicht, glaube ich. Die sind bestimmt super potenten, oder? Übrigens habe ich mir ja die Atombombe gekauft von vor Ort. Mit den Kundendienstterminal. Und wollen die uns jetzt sagen? Memo. An alle Mitarbeiter, Medienveranstaltung Western Wellness. Zur Erinnerung, am Dienstag, dem 26.10. werden Mitglieder der lokalen und landesweiten Presse als Teil der Presseinitiative Western Wellness durch die Anlage geführt. Aha. Büromaterialbestellung. Karte aktualisiert. Western Logo, Wellness. Nude Island Trinkwasser. Hä? Was hat denn jetzt von der Kartenmarkierung aktualisiert? Das wüsste ich ja jetzt gerne. Gut, Varick, das Sache. Nee, oder? Genau. Telefon, müssen wir mitnehmen. Soll das auch mitnehmen? Ja, nehmen wir mit. Sind hier wer? Ist hier wer? Sind hier Gegner? Ich höre nichts. Aber wenn ich nichts höre, das heißt ja nichts, ne? Ich drücke aber, ne? Wie ein Berserker. Drücke ich weiter in die Richtung. Kann ich aufgehen, so. Ja, ich hab so meine Momente. Ach, Schleichen scheidet hier wohl aus. Was Schleichen?
Er wird schleichen, Junge. Ich frage mich nur, wieso hier eigentlich überall. Übrigens nehmen wir die Impulsmine mit, die können wir bestimmt neu bauen. Ich habe ja jetzt Mollys, ne? Die können wir bestimmt nicht brauchen, würde ich sagen. Okay, also müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren. Oder? Geht auch noch eine Treppe nach oben. Gehen wir natürlich mal hoch. Okay, die führt nur aufs Dach, scheinbar. Da wollen wir nicht hin. Ja, ist verschüttet. Müssen wir hier mit dem Fahrstuhl fahren. Führt keinen Weg dran vorbei, komm. Ich habe übrigens seine Rüstung nicht repariert, weil ich das vergessen habe. Ziemlich sicher, dass wir nicht allein sind. Boah, ist das Ölspritzer? Das ist cool. Okay, ich glaube, es sollte nicht so sein. Wir sind hier nicht alleine, ich glaube es auch nicht. Okay. Leuchtfackel. Die benutze ich eigentlich auch nie. Also, weder hier noch in meinem anderen Spielstand benutze ich nie. Warum auch? Cool. Was ist das? Okay. Wenn wir nur mal ansatzweise so weit wären, wie ich in meinem anderen Spielstand, ist das so cool. Ach, hier müssen wir raus. Sind wir raus dabei? Okay. Kann ich das öffnen? In der Tat. Hätte ich jetzt nicht gedacht, deswegen. Was kann ich denn hier machen? Oh. Cool. Ah, wenn ich vielleicht, ja, ne, hier. Memo. Achso, das kann man ja. Okay, Typ Turmsteuerung. Ja. Deaktivieren. Verbundene Einheiten 10. Krass. Pick Fence. Du kannst jetzt Verandamöbel in Hinterhofswerkstätten bauen. Nice. Verandamöbel? Wo die gerade was alles Verandamöbel sind. Also so Schaukelstühle und so. Kap ist oder was? Ist ja eigentlich nice. Mann! Aber das ist nicht mein Tag. Mit dem aufsprechen hier. Okay. Geschafft. Bin heute zu hektisch. Kurze kontrollierte Feuerstöße. Bringt uns auch hier weiter. Ach, hier ist auch noch ein Terminal. Terminal des Geschäftsführers. Greif mal direkt mal zu. Betriebsbudget. Leitfaden. Im zweiten Quartal hat unsere Regionalabteilung Massachusetts Rekordverluste verzeichnet. Oha. Hohe Betriebskosten und schwierige Vorgaben haben zu eher mit schlechten Unternehmensbedingungen der letzten Jahre geführt. Wir benötigen dringend innovative Lösungen, wenn wir weiter Marktführer für öffentliche und städtische Versorgungseinrichtungen planen wollen. Die Geschäftsführung möchte hier mit Western Betriebsleiter Massasaur Aronson Loop für seine mutige Experimente im Bereich der Abwasserrecycling aussprechen. Wir sind sicher, dass die Risiken für die öffentliche Gesundheit minimal sind und dass die Einsparungen bei den Aufbereitungskosten erhebliche Auswirkungen auf unsere Finanzierungsgrund haben. Haben die Abwasser, also die haben praktisch das Abwasser irgendwie aufbereitet. Ich meine, das machen sie sowieso. Okay. Krass. Da. Fleisch im Boden. Krass, hier oben das Wasser steht, ja. Kann ich das essen? Panzerbrechende Mutti, Junge. Boah, die fetzige Kniste. Ich glaube, ich habe irgendwie 2000 Schuss oder so. Ich weiß noch nicht wieso. Ach, hier werden wir bestimmt von dem anderen Gang ausgekommen. Nehme ich jetzt mal an. Ist übrigens überall Benzin auf dem Boden. Ja, Öl oder halt so Zeug. Moment. Oh, Hilfe. Ja, genau, hier werden wir hier rausgekommen. Da hätte man noch nicht rauskommen können, weil die Tür stand unter Wasser. Das heißt, der Flur hätte auch unter Wasser stehen müssen, theoretisch. Also wenn man da eigentlich... Noch nicht rausgekommen.
kann gar nicht sehen. Hä? Also dunkel ist es nun wirklich nicht. Ich kann hier drin nicht sehen. Von einem Mungo, oder? Okay, wir gehen jetzt also am besten einfach da lang, wo wir hinkommen. Ohne dass wir nass werden. Ich glaube, das ist immer der beste Weg, um hier. Türme waren hier keine mehr, oder? Ach doch, ich habe 10 Stück waren verbunden und ich habe sie alle ausgeschalten, ne? Das ist ganz gut. Ich glaube, das ist. Okay. Ich glaube, das ist wichtig. Achso, weiter nach oben, ja, okay. Nicht so weit. Ja! Ja! Oh! Ah, da gehen die auch erstmal nicht kaputt, okay. Ich dachte, die können jetzt so tricky ausschalten, was wenn die Muni da nehmen. Was gibt's hier noch so? Kann ich da rein, ohne dich verbrennen? Straße und eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Wir sind nicht mal auf einer Straße. Was ist das mit dem Mongo? Guck mal, das haben wir dann eine Waffe an der Wand. Selbst ist ein Alarm. Ach, guck mal. Mir vor wie bei Call of Duty hier. Okay, wir müssen also jetzt da runter. Ich hätte schwören können. Ja, die werden auch hier gleich herkommen. Deswegen lass uns mal hier so ein bisschen denen entgegenwirken. Komm hier, ich abfacke. Ja, endlich. Ach ne, das sind die Toten. Achso, müssen wir da rüber. Okay. Verwirrend. Wo sind die jetzt? Okay, da oben ist einer. Echt, die Panzerung ist echt krass von denen, ne? Da musst du kaum Schaden an denen. Aber sobald du die Fresse von denen siehst, ist vorbei. Ich glaube, ich habe auch die meisten Schaden mehr. Kommt, glaube ich, nicht. What? Okay, ich lass mal hier. Bumm. Alter. Waffe entsichert. Ich glaube, wir haben Gesellschaft. Warte, McGrady. Okay. Was ist Scheiße. Jetzt hier runter. Ja. Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Ich hoffe doch, dass dem Mistvieh das wehgetan hat. Ich weiß gar nicht, war das gut, dass wir das ausgeschalten haben oder war das erst schlecht? Weil. Was mach ich denn hier? Call of Duty pour out. Ich bin nicht wirklich beeindruckt, ne? Wie komme ich denn da rein? Mich das schwimmen? Ich glaube ja. Ziemlich sicher, dass wir nicht allein sind. Ziemlich ja. Halt meinen Schuss auf. Was? Warum? Schon soll ich ja nicht einen Abschuss. Ich gehe jetzt hier mal rein. Möchtest du unbedingt zu leuchten anfangen oder was? Unbedingt. Ich glaube, wir müssen hier durch. Ist er? Wir müssen hier durch. Anders wäre es hier gar nicht reingekommen, Mongo. Doch, die Hauptpumpe neu. Ach, cool.
Und so ein ganz mieses Gefühl. Warum noch? Kehre zu Oversight. Zu Officer White zurück. Geil! Oh, hier gibt es noch eine nette kleine Belohnung. Nice. Ich hab gleich alles nehmen können, ne? Okay. Na dann. Komm, make ready. Lass uns hochfahren. Nach oben. Ja. Nach oben. Ach guck mal, das stimmt da, wo ich hingeguckt habe, wo da keine Tür war. Ja, es lädt ganz kurz, weil wir jetzt oben sind. Alles klar. Oberfläche. Ach, guck mal, jetzt sind hier die Auffangbecken. Jetzt ist hier kein Wasser mehr. Haha. Ist das hier ganz trocken? Sag mal. Nur die Becken und alles? Nice. Das ist cool. Wo müssen wir da hin? Da hinten? Wo ist denn das? Da. Okay. Dann reisen wir nach Cray Garden. Mindestens für die Questziele hast. Ja, das haben wir ja momentan nicht. Ich versuche auch jetzt mal so in jeder Folge so eine Quest irgendwie abzuarbeiten vielleicht. Ne? Das wäre vielleicht ganz nice, wenn wir das mal so machen. Ich möchte auf jeden Fall mit der nächsten Folge noch nach Diamond City. Eventuell. In der nächsten Folge, denke ich mal. Dass wir vielleicht mal nach Diamond City gehen. Wir sind jetzt fast Level 30. Das heißt, wäre vielleicht mal ein guter Punkt, Diamond City zu betreten. Ich bin ja gespannt, also das finde ich mal cool, wie die Leute so auf die Power-Rüstung reagieren. Wer ist denn hier White? Also ich meine, White, erkennt man ja. Übrigens hat die Waffe die ganze Zeit in der Hand, aber die hat so wenig angezeigt. Oder überhaupt nicht geladen. Hi. Hallo, schön dich zu sehen. Du hast unser Wasserproblem behoben. Jawohl. Oder? Ja. Ja, Ma'am. Und so ein Gentleman. Ich muss dir einfach was geben. Hier. Du kannst etwas von unseren Erzeugnissen haben. Außerdem gibt dir Greenie einen Rabatt, wenn du sonst noch was brauchst. Jetzt muss ich wieder zurück an die Arbeit. Ciao, ciao. Ciao. Mit V. Was? Nice. Wassermarsch abgeschlossen. 370 XP. Okay. Diamond City ist ja hier. Aber was haben wir noch von der? Von den Dings, der lange vor uns, ja, es ist ja McCready. Berge, Plasma und inzwischen das State House. Mit Stecker ziehen, reparieren, Feld. Sprich mit Aaron. Okay, ich mach mal die beiden. Als Karte. Oh, das ist ja das eine, ist ja hier unten. Was haben wir? Oh, boah, da ist ja weit unten. Wo können wir eigentlich zu Katla Bend? Können wir eigentlich reisen? Ups. Halt, nein. Fischereitour und Yacht auf. Ach ja, okay. Und das andere ist ja hier oben. Hm. Okay, vielleicht mache ich die doch nicht. Silber von. Okay. Doch, ich glaube, wir gehen einfach dahin. Damit City, oder? Eigentlich haben wir schon ganz schön viel entdeckt. Auch ziemlich das viel. Wir haben überhaupt noch nichts entdeckt. Also, es gibt ja so viele Orte. Vor allem ist das halt auch hier. Es gibt halt hier wirklich noch Orte und es ist einfach endlos. Es ist einfach so ein Mega-Projekt hier. Ich glaube, es unterschätzt man auch. Da muss ich unbedingt hin. Da muss ich auf jeden Fall noch hin. Burg. Geil. Generator Mix. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal. Was ist denn hier Schiff jetzt? Naja, USS Constitution. Alles klar, okay, ja, ich reise da zur Fan Street. Wir sehen uns in der nächsten Folge.